Höret, höret! Aufgeblickt, ihr amüsiergeilen, adrenalingetriebenen Spritz-Junkies! Der familienfreundliche Kreis Industries Wasserpark bietet ein neues, aphrodisierendes, sprudelndes Spülerlebnis der göttlichen Art. Der Oralympus Flaschenfly 4000 Geysir. Ein Wunder der Nasskunst unseres armenisch-griechischen Götterarchitekten Archipopoulos Lochspritz-Torkules, der den Segen des Poseidons mit dem Wissen der Wasserpark-Ingenieurs-Fachkunde der Splash University Hollywood, California vereint. Auf seiner Superabenteuer-Clubreise nach Zentralanalasien kam ihm die brodelnde Idee, eine Freizeitattraktion zu bauen, die Seele, Körper und Zahnfüllungen auf ein neues Level der Ekstase spritzen. Der Oralympus Flaschenfly 4000 Geysir mit 300 km/h wird man mit einer neuen schaumigen Gischtspülung nach oben katapultiert und in einem Sprühnebel aus chemisch erzeugtem Wasser bei einer Höhe von 270 Meter so derartig berauscht, dass die Kontrolle über den Schließmuskel völlig verloren geht. Mit einem starken Nachdruck durch die Hydrokolben am Boden erreichen sie im zweiten Spülgang eine beeindruckende Höhe von 430 Meter, in der sie durch den Sauerstoffmangel und die völlige Entleerung des Darms nicht nur eine biblische Engelsvision erwartet, sondern auch ein unglaublicher Ausblick auf den winzig klitzekleinen Pool, ja geradezu lachhaft wirkend, der sie wieder beim Absturz auffangen soll. Ob das klappen wird? Haha, wer weiß. Lassen Sie sich jetzt berauschen vom Oralympus Flaschenfly 4000 Geysir. Kreis Industries haftet nicht für Netzhautablösung, biblische Armageddon-Visionen und komplizierte Darmbrüche. Was ist ein Darmbruch, Alter? Was ist ein Darmbruch? Ey, weißt du nicht mehr, damals bei unserer hier, wir hatten doch so ein Brokeback Mountain Werbe-Event und da hatten wir doch nur diesen einen Schlafsack und da hast du dir einen Darmbruch zugezogen, fies, ne? Ja, genau. Ich war noch rausgetappt. Ah, ihr Clowns, ist gut. Ich hab zweimal Punkte. Boah, zweimal. Alter, die sind direkt in mir gespawnt, wie damals in diesem Brokeback Mountain Sommerlager. Ja, ich sag doch, ey, wenn Universal Studios da was veranstaltet, die lassen sich da nicht lumpen, ne? Ist das aber nicht Gainiversal? Gainiversal Studios. Ey, ich hab die Kiste hier noch nicht voll. Ach so, das sind wir voll. Wann? Na, hier bei mir ist aber auch noch eine Kiste, die noch gefüllt werden kann. Warum machst du das dann nicht? Wir das war der Rausch, das war einfach der Rausch. Weil ich in Hassel hoffen will, weil ich Geld haben ja, wollte. Ja, und dann heißt es wieder frühe Runde. Ja, muss warum bewegen die sich denn nicht? Bei mir gehen die richtig ab, Alter. Bei mir machen die so richtig komische Pogo-Dances und sowas. Ja, die Kiste hier wird niemals voll. Ja, das ist die musst du viel reinschieben Kiste. So, ich kaufe mich mal zum Strom schon mal durch. Und vergiss nicht, den Kristall finden. Ist immer an derselben Stelle. Immer schön die Kristalle mitnehmen. Ja, einer ist auch bei dieser Eisarena, ne? Ja. So, Strom ist gleich da. Ich kann auch die Eisarena hier schon mal aufmachen. Na, wir müssen. Aber du kannst auch Ding machen, den Schubi. Komm schon, Sandburg, gib mir mal was Schönes. Ein Skelett. Hast du den Strom schon an? Ja. Hä, wieso kann ich das Wealth noch nicht drehen? Ach, Moment, ich muss den Hebel noch umklappen. Warte. Oh mein Gott, ich bin gestorben durchs Umklappen. Geil. Ich hab voll den Shock and Fly bekommen. Ich bin ziemlich far away gerade noch. Und schnell rennen habe ich auch nicht. Ich habe Engelserscheinungen bekommen. Ja, du weißt, ich bin am Strand. Du rennst gerade in die andere Richtung. Ich komme ja unten nicht rum. Ich robb dir entgegen. Hier ist niemand. Ja, ich weiß, weil die alle hier sind. Oh, nicht sterben. Dann vergiss mich eher. Ja, ich runne. Oh. Munition, warte. Warte. Ich musste. Einen am Leben lassen. Ist es der letzte? Nee, da kommen noch welche. Hier ist auch eine Kiste. Hier ist auch eine Kiste. Also das eine Ventil hast du gedreht? Ich glaube schon, ja.
Müsste aber, ist eh offen, dann kannst du noch. Oh. Ja, ja, so, einer lebt noch. Ach so, na, Mist. Hier ist auf, du kannst den Nogger holen. Hol dir Nogger, 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 Nogger. Ja. So, you know, einer lebt noch irgendwo. Was können wir jetzt noch machen? Like eigentlich nothing, ne? Geld brauchen wir jetzt. Wir müssen wieder alles aufkaufen. Alles so aufkaufen, Flushies aktivieren. Ah. Zweimal Punkte Clothesline ausgebuddelt. Ja, wir brauchen jetzt Knete. Also wenn du einen Zombie siehst, baller ihn weg, damit schnell hier neue Zombies spawnen. Hast du einen? Ich hab hier einen, ja. Hau ihn weg. Lebt er, oder? Nee, okay. Na, ich hätte auch noch einen. Ey, die Soundeinstellungen in diesem Spiel, ne? Na, die sind halt magisch, wie... Magischer Sound, der Olympus. Aber don't push it. So, ich mach die Kiste hier. Money never make me go mainstream. Money no mainstream. Hast du dir einen Nogger geholt? Ja. Alright. Ah, wir brauchen alle Kristalle. Wir müssen oben wieder den Mule auf jeden Fall aufschoppedudeln. Hast du den Nogger-Kristall mitgenommen? Nee. Ich hab noch keinen Kristall eingesammelt. Boom! Time to send the rejects pack. Nix okay. Haben Kristall. Ich habe jetzt Nogger-Kristall, Stromkristall. Nicht Nogger-Kristall, den. War ein Startkristall nicht auch? Ja, am Anfang der blaue, den habe ich mitgenommen. Nice. Wo sind all diese Zombies? Die ganze Zeit wirst du eigentlich belästigt von denen und jetzt ist keiner hier. Jetzt, wo man zweimal Punkte hat, belästigt dich niemand. Das ist echt irgendwie schockierend. Schockierend und fies. Spuckierend. Ah, hier ist auch noch so eine fiese Kiste. Ja, okay, die Kisten sind relativ gut zu handeln, später auch noch. Ich finde halt richtig ätzend die Sache, wenn wir halt wieder so ein Nahkampfding haben. Das ist halt so ein Genickbruch. Du hast dann so ein Nahkampfding. Ja, da kommst du ohne Insta-Kill nicht weiter. Ja, und hast du hier schon mal einen Insta-Kill gesehen? Also, die sind, wenn, dann sind sie selten wie Gold. Wo ist denn jetzt dieser eine Zombie? Keine Ahnung, hier ist nichts. Ja, hier ist auch nichts. Läuft er hier irgendwo rum und hängt fest oder so? Ey, Mr. Zombie, wir haben so viel zweimal Punkte. Ach, komm schon. Nö, keine Ahnung, wo der ist. Hier. Alter, auch noch richtig langsam. Es gibt sogar noch irgendwo jemanden. Nee. Oh, der ging wenigstens in die Kiste rein. Ja, ich habe noch einen getötet. Oh, Granaten ausgebuddelt. Geld ausbuddeln wäre geil. Ich hatte hier so einen Schokoriegel, aber mit Mais. Also irgendwie Schokolade und gesund. Keine Ahnung. Dann hätte ich... Hast du ihn angefasst? Dann hätte ich lieber... Ich habe jetzt dreimal Granaten ausgebuddelt. Gesnackt habe ich den. Und, war er lecker? Würzig, ne? So irgendwie ganz, ganz speziell. Ja, also so muy pikante. Bisschen Butter Chicken ging so in die Richtung. Was war das? Ich weiß nicht, was ist das für ein Geräusch, Alter? Ich mache hier nichts Geld, weil nichts Zombies. Oh nö! Krabbenmann! Hab ihn. Oh, ich wollte schon sagen, hat er dich schon gespittet oder? Er wollte gerade in mein Auge gischen. Ey, die gischten sich auch hier alle voll, die blöden Zombies. Hier am Strand ist dann doch ein bisschen gefährlicher als Strand. Strand ist gefährlich, weil die halt aus dem Boden raus. Überall kommen die her. Shooten. Ich habe keine Muni. Wir brauchen unbedingt die Kiste, ne? Die Random-Kiste. Ach so, ja, die ist irgendwie Randoloculus. Aber ich habe mir ja gut notfalls Wandwaffen-Muni holen. Ja, mache ich jetzt gerade. Die Kiste bringt ja nicht mehr Muni. Nee, aber halt Muni. Eine Waffe. Ding, 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 ding. Oh oh. Was denn? Oh, wow, 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 Alter, das war eben gerade der Move des Jahrtausends. Da kamen voll viele eben.
Ich wollte hinten ein bisschen die Startlochkiste füllen, aber die haben gesagt, du nicht machen. Haben wir eigentlich schon eine gelbe Ziffer? Ne, da müssen wir erst ganz hinten rum, ne? Gelb ist da. Okay, das war der letzte. Kaboom. Before you die, and you will die. Before you die, and you will die. In some incredible fashion. The last lot of you weren't very convincing. Im Original ist es ja hier Ding, SpongeBob. Bravo. Das heißt im Original. Oh mein Gott, ich habe Minusgeld gemacht. Ich habe vorhin Plusgeld gefunden, richtig dicke Geldbörse von irgendeinem Schwimmer ohne Beinhaare. Oh. Irgendein Dolphin Man. Random Kiste ist offen. Kannst du dich bedienen? Ja, ich sammle hier gerade noch ein bisschen Souls für die Box. Irgendwie und fressen die heute ein bisschen mehr, kann das sein? Irgendwie heute brauchst du so eine Patch, Doppelseele. Patch gemacht. Shadow Patching. Ja. So eine Doppelseelenkiste. Ah, oh, ist jetzt voll so hier. So ein ekelhaftes Shotgun-Ding gezogen. Noch der Ollum hier ist voll. Der Ollum ist voll. Ach Mann, ey, hier musst du dich ja durchkaufen wieder, zack, zack. Ja klar, Mani Portante. Mani Portante, zwei Türen für die... Zwei Türen für Harambe gekauft. Gelb ist 6. Ich gehe am Strand und gib's ein. Ich bin nicht so weit weg. Ich bin aber auch da. Na gut, dann gib du ein. I doubt that, of course. Wo war nochmal blau? Blau ist die Eistruhe, oder nicht? Ah, und rot? Rot ist 5. Und wo war rot? Rot war am Start, ne? Rot war am Start, ja. Okay, 5 am Start und die Eistruhe haben wir dann eh easy erswaffelt. Naja, die ist dann eh Randomoculus. Da kann man schön den Domoculus randomen. Hast du meinen Domoculus berührt? Ja, kleiner Domoculus. Lecker, lecker, lecker. So, warte, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gelb hast du drin, ne? Domoculus, ja, hab ich drin. Hat der schöne kleine Domoculus gemacht. Was war das? Ich hab Kaugummis eingesammelt hier vom Boden. Ja, aber deine Mama hat gesagt, du sollst das doch nicht mehr. Ja, aber die sind so knackig und haarig lecker irgendwie. Die reinigen auch die Zähne gleichzeitig wegen ihrer köstlichen Flauschgummis. Oh, hier. Ey, warte, stopp. Ah, ne, du holst den Kristall, weil hier hätte ich den Code eingeben können, aber ja, ist egal. Ist dem Grunde auch egal. Ich hab Crystal geholt, jetzt haben wir alle, glaube ich. Hast du Code eingegeben oder nicht? Ja, aber ich muss ja erst noch Ding machen. Was? Ja, das hier aufkaufen, das kostet viel. Wir müssen ja noch ganz da hinten hin. Wir müssen noch durch 2 Splash Zones. Bleiben denn diese Zombies? So, wir sind jetzt Welle 10 schon, ne? Ja, ne. Ich habe aber auch nur Mist getruht. Ich habe so eine Granatenwerferwaffe getruht, die richtig kotig ist. Jetzt eine Hornet. Eine Hornet mit Stachel für die Auge. Ein Horny Hornet habe ich hier abgetruht. Oh nein. Na, die Ecke ist ganz schön tödlich. Ja. Da habe ich schon ein bisschen was reingefüllt, aber die ist wirklich high dangerous. Na, ist fertig. Wir müssen nach vorne aufkaufen. Dann können wir direkt die Splash-Kiste besplashen. Hornet ist eigentlich eine witzige Weapon. Ich hab Money. Kannst hier die Splash-Kiste splashen. Na, dann splashen wir mal rein, die Splash-Kiste. Lass sie doch rankommen! Ich dachte, es würde schon. Du siehst es doch! Oh, ja, da habe ich aber schon geschossen. Get low on bullets. Dann müssen wir mal Ventiljagd machen. Was kostet die Kiste beim Ding? Beim, nicht Kiste, sondern Tür beim Esel? Der Esel oben ist doch schon offen, wo der Kristall liegt. Hast du schon geholt, den Kristall? Ja, der Esel oben ist offen.
Mache ich hier auf. So, jetzt müssen wir die Rohre und sowas machen, wa? Ich mache hier noch. So, Code ist aktiviert. Oben ist noch ein Rohr. Hier ist auch noch eine fiese Kist bei mir. Hier auch. Hier sind zwei fiese Kisten in dem Bereich hier. Boah, die sind in mir wieder gespawnt. Das ist richtig räudig. Hier spawnt gar nichts, Alter. Hier ist ja der sicherste Ort der Welt. Bei mir spawnt's wie wild. Zwei Stück hatte ich jetzt. Ach so, hier ist ja wieder Technoman, Alter. Naja, klar, Technoman. Technoman muss ich ja wieder... Oh Gott, das war wahrscheinlich schon wieder zu lang. Also bei mir schlägt es gar nicht an. Doch, bei mir schlägt es sofort an. Mein Kanal mir, also, ist... Keine Ahnung. Mein Kanal ist quasi overwatched. Ne? Ja, ja, der ist, Alter, weil du halt bekannt bist für deine illegalen Aktivitäten. Ja, für meine illegalen Copyright-Verhurungen. Du bist so eine richtige Copy-Horn, nennt man dich auch in der Szene, ne? Ja. Ich habe eine Machete. Das heißt, ist an sich nicht schlecht, ne? Wir könnten damit. Haben wir alle Kristalle oder fehlt noch einer? Weil dann würde ich jetzt sagen, gucken wir, dass wir linken und schon mal einen Hasselhoff. Hässeln. Ach so, ja. Aber punchen können wir da noch nicht. Also ich zumindest. Oh, oh, oh. Ist ja auch erstmal egal. Wir müssen ja zweimal, deswegen. Hier liegt plus Geld ganz viel. Das habe ich mir immer mitgenommen. Hast du die. Ah, nee, das ist eine Banshee, ne? Steck fest. Oh. Hier ist noch die Kiste, die gefüllt werden kann. Aber irgendwo ist noch ein Spritzrohr. Was haben wir denn? Du hast, das hier in der Ecke. Haben wir noch gar nicht freigekauft. Dann hol ich das mal schnell. So, der Flush ist bezwungen. Jetzt kann ich linken. Okay, ich lauf zum anderen Link. Dass wenigstens schon mal eingelinkt ist. Oh nein! Soll ich zurücklaufen? Oh, da kommt der nächste. Nee, ich bin in diesen Pool rein, weil ich gedacht habe, es kommt nicht mehr so viel, aber ich hab's. Hast du eingelinkt? Ich hab eingelinkt. Wo sind nochmal die Speedgums? Aber ja, egal. Ich brauche eh erst eine gute Waffe. Ich teleportiere, weil wie gesagt, es ist eh zwar, du kannst eh nichts machen dran. Wo wir mehr Zeit verlieren. Ja. Muss jetzt nur überleben. Aber lass auf jeden Fall einen am Leben. Ich weiß halt nicht, ob das Runden ist, weil es war ja eigentlich mitten in der Runde beim letzten Mal, ne? Ich glaube, das ist wirklich komplett zeitabhängig. Hast du einen grünen Kristall eingesammelt? Ich meine schon, oder nicht? Nee. Doch, grün habe ich am Strand. Einer fehlt. Ich hab grün, ich hab lila, ich hab blau. Welcher fehlt denn? Ich glaube grün. Ich konnte einen nicht reinmachen. Ist so blöd, dass man das nicht sieht. Ah, jetzt ging er rein. War nur von der Anzeige ein bisschen buggy. Ja, dann sind alle drin. Also, ich hab blau, grün, lila, rot. Das sind die Kristallfarben. Ja, hast du einen roten eingesammelt? Ja. Ich hab nämlich gar keine eingesammelt. Du hast jetzt alle drin, oder nicht? Ich glaube, ich hab alle drin, aber das siehst du halt nicht. Das ist das Komische. Du siehst es einfach nicht. Einfach so ein Geräusch. Kling, kling und dann. Ding, ding, ding. Mach die Glocke. Ding, ding, ding. Mach das Huhn. Keine Ahnung. So, und jetzt müssen wir warten, bis der Cooldown. Jetzt halt die Frage: Hast du noch einen am Leben? Ja, ne? Ich habe einen am Leben, ja. Jetzt ist halt die Frage: Entsteht das durch Zeit? Weiß ich nicht. Weil letztes Mal war es ja auch mitten in der Runde. Da würde ich jetzt einfach gucken, ob wir mit dem halt Zeit absetzen können. Was können wir so lange noch machen? Was brauchen wir noch? Wir haben... Ah ja, Nils Kopf muss ich drauf machen. Achtung, wir müssen ja erstmal Nils Line. Kopf. Wir müssen dann muss ich klopfen, dann wieder zurück. Hier das die Conga-Line. So, guck hier.
Jetzt muss ich zum Hasselhoff und da muss ich jetzt dranhämmern. Und dann kann ich das Dynamit holen. Aber dafür muss ich ja nochmal zurück. Aber der hat jetzt Cooldown. Ja, hab dagegen gehämmert. Der hat gesagt, verpiss dich, wir kaufen nix. Teleporter ist cooling down. Oh, oh, ich steck fest. Ui. Ja, dann freischießen im Notfall, ne? Ja. Naja, Teleporter ist... I'm cooling down, my friend. For the border, hat er gesagt. Was halt geil wäre, wenn wir Tentakulis hätten. Das würde halt so viel verändern. Ja, Tentakulis. Ich wollte ich mir ja holen, aber... Kiste ist davon gedüst. Ich weiß doch nicht, wohin. Irgendwo da hinten an den Strand, glaube ich. Sieht so strandregionmäßig aus. Man muss halt gucken, wo die Glocke Ching, Ching macht. Ich habe eigentlich auch noch nichts gehabt. Ich habe nur die Folk. Das ist alles, was ich habe im Moment. Ne? Eine alte, stinke Folk. Ja, ich habe die Benji. Ich finde die nicht so geil. Ne? Nee, nee, die ist auch nicht so geil, finde ich. Also gepuncht würde ich ihn nicht nehmen. Die macht halt auch kein Geld. Das ist keine Spratzelwaffe. Du brauchst eigentlich eine mit super viel Schuss. Ja, ja, genau. Und dann spreckelst du da rein. Krieg ich hier eine scheiß Startwaffe, ey. Oh, was ist das wieder? Eine Oni, Alter. Das ist auch so eine Lass blöde Kackknarre. Komm schon, bitte gib mir was Geiles. Doch, eine Shotgun. Nee, die kann ich nicht nehmen. Achtung, ich dick hier. Oh, hat Geld gegeben. No, was soll denn das? Ja, wir haben richtig Pech. Ich war auch noch einmal. Na, ich habe jetzt eh kein Geld mehr. Was ist das? Ach, auch wieder irgend so ein Müll, Alter. Irgend so ein Müll. Der Feierabend. Nach dem, oder willst du Hasselhoff? Naja, wir gucken jetzt nach dem Teleport. Ich weiß halt nicht, wie der downcoolt. Auf jeden Fall müssen wir uns dann jetzt noch einen Hasselmark. Irgendwas müssen wir ja punchen. Aber dann müssen wir ja mindestens noch eine Runde machen. Naja, machen wir ja. Eh, so oder so. Was hast du jetzt für Waffen? Eine Pistole und eine so eine Wandwaffe vom Strand. Ich guck mal. Die Pistole ist ziemlich strong. Die ist richtig strong. Teleporter ist cooling down. Ne? Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine Runde und lassen da einen am Leben. Baller ich jetzt hier den letzten Dude weg. So. Ich geh auch nochmal Truhen, mit der Hoffnung, etwas Gutes zu bekommen. Irgendwas Spielbares, weil ich habe halt in der anderen Hand die Machete. Ja. Teleporter is cooling down, down. Teleporter. Rau, 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 die Zombies. Alter. Ich habe eine Raygun bekommen. Eine Raygun? Echt jetzt? Alter, was ein Lucky. Normale Raygun. Du bist doch lucky. Ja, so. Ja, klar. Freue ich mich auch drüber. Ist auch. Max! Ammo! Oh Gott! Was ist? Ach, der Krusto-Mann, ne? Ich glaube, El Krusto kommt, ja. Okay, die Machete tötet die Zombies immer noch mit einem Schlag. Hab's gerade mal ein bisschen getestet. Oh, Kongalan? Irgendwas hat mir ins Ei gespittet. Ja, ich würde auch. Alter, der Krustenmann blockt die Raygun. Der blockt die? Ja. Ja gut, der Strahlen sind ja auch sein Freund eigentlich, ne? Den kannst du mit einer Raygun nicht töten anscheinend. Nee, die fliegen sogar weg, die Schüsse. Jetzt habe ich ein Problem, du. Wo bist du denn? Da hinten, okay. Jetzt, hab ihn. Oh, okay. Aber ganz komisch, die sind richtig so weggeslidet. Teleporter ist immer noch cooling down. Oh, you're on the calm down, buddy. Das hat er doch mit Absicht gemacht. Keine Ahnung, ja. Damit man halt Runden aufbaut, damit es schwieriger wird. Ja, ja. Boah, die Raygun hat aber einen riesigen Splash-Radius. War das schon immer so wild? Ja, dann brauchst du halt hier Splash-Nugget. Oder hier gibt's da einen? So einen Splash-Nugget? Ich glaube schon, oder? Gibt's nicht diese Kaugummis, die dann... Anti-Splasher? Aber auf jeden Fall einen Zombie leben lassen, ne? Ja, aber bringt ja eh nichts, wenn wir nicht teleportieren können. Ja, ich glaube nicht, dass es rundenabhängig ist. Jetzt. Ich glaube, das ist zeitabhängig.
Link. Siehst du? Hast du gelinkt? Ich hab hier gelinkt, ja. Hier unten. Was kostet ein Mule? 2000. 2000, dann könnte ich noch punchen und noch einmal truhen. Nee, truhen wird schwierig. Nee, nein. Doch, er kostet 4,5. Doch, würde klappen. 2000, dann hast du 6,2. Plus 1000 teleportieren, ja. Ach stimmt, der Teleporter kostet ja auch nochmal Geld. Ja, wenn ich teleportiere, kann ich nicht mehr punchen. Ja, nee, dann machen wir das so. Dann... soll ich denn überhaupt was punchen? Dann lieber schneller nachladen holen für die Raygun. Weil die lässt sich ja eh Mark 1. Ja, aber ich werde auf jeden Fall punchen, weil ich habe nur eine gute Waffe. Die Pistole ist... Scheiße, die ist auch, weil Supersonic du immer nur sechs... Rip it. Ja, weil du immer nur 6 Schuss hast und dann loaden musst. So, ich bin unten. Hast du gelinkt? Unten ist gelinkt, ja. Aber der andere nicht. Der andere nicht. Ich dachte, du linkst so den. Ich hab gedacht, du gehst dahin. Na, ich hol ihn schnell. Rip it, rip it. Hatte die Raygun schon immer so wenig Schuss? Ja, jetzt viel zu wenig. wo war denn nochmal schneller laufen? Irgendwie an dem anderen Stranddurchgang, glaube ich. Ah ja, ganz hinten rum. Gibt ja zwei so Strandwege, glaube ich, irgendwie, ne? Es gibt da wirklich so ein Anti-Splash-Ding? Weiß ich nicht. Gab's da nicht diese Nuke-Dinger? Diese lilanen... Ja, stimmt. Warte mal, ist es das da hinten? So lilane Nuke-Dinger, dass du halt keinen Granatenschaden mehr kriegst. Das ist und so? Hier, Sliding is hot right now. Ne, das ist das Sliding. Ja, irgendwas gab's, hast recht, irgendwas gab's. Ich kite jetzt den Zombie hier noch ein bisschen. Okay, ich bin ready. Warte, ich warte, bis er hier auf meiner Seite ist. Er kommt aber jetzt zu dir, oder? Ne, er kommt zu mir. So, und jetzt... Damit run, er hier... Run. Und ich drücke. Ich bin teleportiert. Bist du jetzt teleportiert? Ja, ja, bei mir ist immer nur ein bisschen später. Einer nach dem anderen, einer nach dem anderen. So, den Hasselhoff habe ich geklopfert. Das Dynamit habe ich mitgenommen. Oh. Dann geh schnell punchen. Weil jetzt wird's halt ekelhaft. Weil nur die Raygun. Wie viel Schuss hat das Ding, was du da hast? 64 im Magazin und 640 in der Reserve. Ja gut, damit kann man arbeiten, das ist nicht so schlecht. Es wird für Welle 13 eigentlich bei einem und Hasselhoff... Aber es ist eine Wandwaffe auch, ne? Ja, aber das müsste bei einem Hasselhoff ja erstmal reichen, oder? Um ein bisschen den Hassel zu hoffen. Ja. Guck hier, die Kristalle hier. This teleports required a crystal. Steht bei mir. This teleport requires a crystal. Aber ich habe schon welche reingemacht. Das ist alle ganz merkwürdig. 4 Stück sind drin, ich kann die sehen. Ja, ja, aber die sind immer drin. Die sind immer drin. Du gehst nur hin und die sind schon alle drin. Das ist so ganz komisch gelöst. Deswegen kannst du nie sagen, habe ich jetzt wirklich alle rein oder fehlt aber irgendwo noch einer? Ich habe 4 Stück eingesammelt. Den blauen am Anfang, den lilanen beim Dings. Dann einen am... Den roten an der Rutsche und den Dings an der... Den grünen am Strand. So, ich warte, ich hol den Hoff. Eingesammelt. Ja, du musst ja auch hin zum Hoff. Du musst ja beide da sein. Im Original ist der Hoff voll viel leichter. Ja, aber hier ist es halt Hardhoff.